Herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Und wir... Angst. Und wir sind hier immer noch auf der Ishimura. Und, ja, hier war ich schon. Irgendwo ich auch. Gehen wir mal weiter. Nee, von hier sind wir gekommen, oder? Wo müssen wir hin? Ich hab ehrlich gesagt keinen Schimmer. Aber wenn du in den Aufzug musst, hast du die falsche Ebene ausgewählt. Dann geh doch mal zur Wartung. Ja, Wartung müsste ich dann echt wieder. Ist ja eigentlich das einzige. Ja, dann muss wahrscheinlich doch dieses eine Stück, was ich vorhin gehen wollte. Das kann sein. Ich streck mal ein bisschen meine Gräten aus, du wirst damit schon klarkommen. Denkst du? Ja, ich muss jetzt mal die Beine lang machen. Ah. Stehe ich drauf. Die Beine. Was? Ich will nur lang machen. Ja, so ist es, Robert. Ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach. Mit mir. Mit ihm. Aber er taucht halt hier auch wieder auf. Ja, das ist komisch. Blöd, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja. Da ist doch noch ein Schlüssel dafür. Ja. Genau, da muss ich rein, wo ich vorhin nicht reingehen wollte. Oder sagen wir kurz reingeguckt habe. Gut auf. Und gleich nochmal speichern. Boah, eigentlich ist jetzt nichts passiert. Ohoho, mal was ganz Neues vom Robert. Juhu! So ein Chinesen-Modul wäre echt praktisch, muss ich ja mal sagen. Was? Das will ich haben. Dann wie jetzt zwei. Achso. Der muss hier auch mal lang machen. Der Sound bleibt mir ganz schön in den Ohren. Nee. Doch. Nee. Ich muss mal ein bisschen entgegenwirken hier. Ich bin persönlich ein bisschen zu laut gewesen. Das ist für komische Fleckmonster. Ich fühle mich hier gerade wie in so einem Power-Defense-Spiel. Ja, ein bisschen schon. Aber du siehst ja dann was, wenn du die nicht tötest? Weiß ich nicht. Ab und zu mal schießen, ja. Das ist besser. Wenn du triffst, ja. Vielleicht kann man die gar nicht töten. Vielleicht kann man die nur ruhig stellen oder so. Wander. Vieh. Das war schön. Das muss man dir an der Stelle ja mal zugestehen. Das war wirklich schön. Ja. Aufhören. So, genug der Lobhudelei. Ja. Au. Heil dich mal lieber. Du gelegst. Ein lebender Mensch. Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Ach, ist das nicht die Ische? Ja. Natürlich. Every time eine gute Idee. Komm, Schatz. Hallo. Ach nee, erstmal Kohle sammeln. Prioritäten setzen. Ja, aber hallo. Die gute hier. Du redest mit deiner Frau, hallo? Der Sender ist im Lagerraum. Ich glaube, ich kann das Schlüssel deaktivieren. Warte kurz. Na, ist es jetzt die Pute oder ist es die andere Trüssi? Nee, das ist unsere Frau, würde ich behaupten. Die hat auch einen Lebensbalken hinten drauf. Schön. Der ist sogar voller als unserer. Wir hatten jetzt irgendwie diese Viecher hier raus, ich wusste. Die lässt sich davon aber auch nicht beeindrucken, ne? Ja, doch, so halt mal kurz. Ja, mal kurz geguckt, was da so quält, aber. Das ist ja jetzt so eine tragische Stelle, wo man nichts mehr tun kann, um seine Frau zu retten. Wobei eigentlich wahrscheinlich keine Stelle so tragisch ist wie die hier sofort 2, als Dorf auf Maria trifft. Denkt ihr immer bei Gears. Kommt er wieder? Denkt bei Gears of War immer, das ist so ein
Baller, so ein reines Ballerspiel, aber ich finde bei Gears of War haben sie auch echt cool die Charaktere gezeichnet. Einfach runtergeschossen. Das ist so gehen, hat mich echt gewundert. Das war nur ein Glückstreffer, weil du das den anderen gezielt hast. Oh oh. Die zockt einfach weiter. So eine schon Zockerbraut, du. Ich brauche die gute erwischt. Okay, die Tür ist jetzt im Riegel Eisen. Und runter. Ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Ach, mach Kidding. Das hier wird Spaß. Ah, das ist das Problem vieler Frauen, sie lieben mich alle. So, hast du mal so einen Kaffee? Ach, hier! So, jetzt finde ich. Oh, cool! Das ist ja der Wahnsinn. Nur, dass ein ganzes Stuff hier rüberholen. Das artet noch eine Arbeit aus, die Hand hier immer so hochheben. Und da ist noch so ein Lümmel dabei. Was? Weg damit. Müll. Aufräumen hier. Also wenn du mal aufräumen willst, kannst du auch mal mein Zimmer oder zur Hand nehmen. Das ganze Kleinzeug brauche ich mir hier, die großen Viecher, die will ich nicht schaffen. Soll ich ihn wieder hochholen? Ne. Ich will gucken, ob unter die Viecher noch was drunter liegt. Das kann man echt keinem erzählen. Liegt tatsächlich nichts mehr. Was ist denn das? Das ist der Fuß? Das sind zwei so Füße. Hand, oder? Guck mal. Nee, das ist ein Fuß aus dem Fuß. Ach was. Ach. Oh. Das ist echt wieder. Schmeiß es in den Müll. Drop it like it's hot. Knoten! Knoten! Wie nennst du mich? Knoten! Föden! Das boah, ist ja ein echtes. Ein Soße-Sender! Das ist so eine Soße. Isaac. Nee. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich hab mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ja, ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Ich feuere auch klar, was habe. Ich noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ja, ich auch nicht. Hoffst du mal, die ist eh ein Esser mehr, hallo? Er liegt doch genau rum. Jede Menge Fleisch. Jetzt liegt mit ihm essen. Und dann guck dir das mal an, die ganze Wand sind förmlich Proteine. Ui. Ey, rufst du mir nochmal. Nachladen, nachladen. Ach, wie mir das Nachladen. Hm, das hilft irgendwie gegen mich. Ruhig dich! Ja. Ey, ruhig dich. Sieht irgendwie noch was Größeres aus. Boah, nur ein Kopfhörer. Schenkel! Also wie ist da mehr geworden? Nee, das Ding doch! Das Ding doch! Kann ich nicht! Warum nicht? Mensch! Was kannst du eigentlich? Arschlecken hier! Mich oder was? Ui, 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 na, nein, mal, hallo. Ich habe Arschlecken! Dazu, die Ratten ist auch das Backhand. If you're happy and you know what's going on. Ui! Was passiert? Ja, so war jetzt. Oh nö! Kurz vor der Speicherstation! Warst früh auf, platzt und bist tot. Passiert? Da brauchst du gar nicht so blöd gucken. Ja, eigentlich dauert es doch noch. Will ich jetzt das ganze Zeug nochmal spielen? Ja. Ne, hier hat er gespeichert. Bis die Franz hier nochmal einsammeln. Knoten haben wir schon.
Und ich tue mal gleich mal hier das Equipment überprüfen. Ist ja von dieser Impulskanone, die Mut ist echt schnell, Alter. Du gehst ja auch damit um, als gäbe es da unendlich viel. Als könntest du einfach in Lidl gehen und neue Moon holen. Vielleicht musst du deine Umgebung mehr in den Kampf einbeziehen. Ich sag mal so, hier durch kommst du ja noch relativ gut. Sag mal so. War jetzt rechts oder links das erste Monster? Ich glaube rechts, weil du. Okay. Ich muss mich mal lieber erstmal in die. Die sind nämlich fieser. Irgendwie. Vor allem, weil die irgendwie solche Sachen werfen, oder? Ja. Vielleicht musst du ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Vielleicht war das das Problem. Also, vermutlich war das das Problem, weil dadurch stoppt man ja. Was? Siehst du, das funktioniert schon mal ganz gut. Was ist das jetzt? Boom! Tatsächlich war eine Vorfahrt. Aber rechte Hand. Alle. Alle. Was nimm mal Medi, nimm mal Medikit. Perfekt. Was so gut weg da? Ich verstehe gar nicht, was vorhin dein Problem war. Ja, ich verstehe auch nicht, warum da immer explodiert ist. Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Jetzt war deine Spontanexplosion. Das fiecht mich von der Seite an hier. War ich ja doch. Es war auch einfach. Ja, ja. Ich hab so einen Leviathan beim ersten Versuch geklatscht und du kommst nicht mal hier durch. Ey. Du kannst nur hoffen, dass du einen Bossfight hast, also wirst du dich in dem Spiel nie rehabilitieren. Ich bin hier hoch, so bin ich hier hoch. Richtig? Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank ist das Licht wieder aus. Das hat geboobst. Immer als erstes eine Kastration, ey. Was ist denn geboobst mit dir? Ja, ist okay. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirms unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschattung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Wender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst die Dämonen müssen, bevor du ihn starten kannst. Ja, aber natürlich. Juhu, Juri. Was ist denn das? Wer hat denn geboobst? Ich war's nicht. Sahne, Spur! Ja, was? Nein! Einfach random in den Rauch rein, ne? Die reinlaufen sterben. Boah, da hinten. Ja, ich seh euch. In Ruhe. Die andere Waffe. Nein, die nicht tief. Ich glaube, die hat nicht so eine große Reichweite, wie du dir das wünschst. Aber den kannst du kriegen. Kannst du kriegen. Wo ist er hin? Umarmt oder nun? Die in Sägeblättern finde ich jetzt wieder viel. Tue ich wieder mal weg, dann irgendwo ist noch einer. Ich glaube, du verbrauchst aber auch relativ viel. Also die Sägewaffe finde ich echt cool. Was ist denn hier schon hin? Ich bin mir nicht mal sicher, wo du herkommst. Auf jeden Fall nicht von da. Von dort. Was ich jetzt irgendwo vermutet hätte, aber gut. Ach, auf der Ebene waren wir noch gar nicht, ne? Ja, richtig. Ja, ich hab so langsam den Durchblick.
Würfel muss ich. Oh ne, hier gehe ich jetzt mal hin. It's a trap! Oh, oh, was? Yeah! Ganz ruhig, Bruder. Oh, eine Werkbank. Haben wir denn? Ja, wir haben einen. Zwei. Zwei? Zwei. 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 Was machen wir denn mal? Plasma-Cutter? Hm. Also ich würde jetzt nicht nochmal das Impulsgewehr, warte mal, vielleicht helfen uns die zwei beim Rig, was? Wir könnten das Rig noch voll... Und Luft hätten wir aber auch noch. Ja gut, Luft brauchen wir nicht so viel. Stimmt, wenn, dann machst du Rig noch. Ja, nee, machst du Rig noch voll. Das ist gar keine so dumme Idee. Das ist eigentlich da... Das muss so am häufigsten. Na hi. Die aggressiven Staubsaugervertreter, ist ja Wahnsinn. Musst du das jetzt rausmachen? Ich glaube nicht. Das geht's nicht raus. Ach so. Obwohl, wenn ich es nicht rausmachen müsste, wäre es nicht da. Ja. Da weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht muss es auch später in. Ah, siehst du? Nee, geht nicht. Ich setze es trotzdem erstmal rein, weil ich hier gar nicht hingehen muss. Jo. Nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwas verbaue. Du wirst schon wissen, was du tust. Ich glaube, den Inhalt des Einbrechens hast du hinten nach vorne geschmissen. Jo. Also gesundheitsmäßig sieht bei uns jetzt echt ganz schön dufter aus, muss ich sagen. Jo. Wie viel hatten wir am Anfang? Drei? Jo. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Stimmungsgelaber. Genatzt. Das sind dann die neuen Buddies, ne? Vor allen Dingen sind die auch noch so schnell. Aber wenn es dir ein Trost ist, sobald du den erledigt hast und ein bisschen Ruhe hast, bist du erlöst für deine drei Folgen, dann hast du es geschafft. Und du musst dir diesmal nicht mal vorwerfen lassen, nichts gemacht zu haben, denn du hast wirklich ganz schön ein paar Leute geschnetzelt. Auch wenn kein dicker Großer dabei war. Was denn? diese kleine... Was denn? Ich ja, du hast eine Menge geschätzt. Oh, ich hab den Leviathan platt gemacht. Beim ersten Versuch. War zwar panisch und hab mir fast in die Hose geschissen, aber ich hab den platt gemacht. Beim ersten Versuch. First try. Na ja. First try, wie dem auch sei. Wir beenden diese Folge für diesen Mittwoch. Am Freitag geht's dann weiter mit Borderlands Pre-Sequel. Am Wochenende gibt's hoffentlich wie gewohnt Fallout. Und nächsten Mittwoch sehen wir uns hoffentlich dann wieder zu Borderlands, wollte ich schon sagen, zu Dead Space. Na dann, bis dahin. Ciao.